Hallo. Hallo. Wer sind Sie? Ich wollte eine Roomtour machen. Ah, okay. Wo fangen wir denn an? Leute, ich nehme euch mit. Wir gehen erst hier lang. Immer hier lang. Hier ist der tolle Schlüssel. Wahnsinn. Hier Käppi von meinem Vater. Mag der nicht, wenn man die anzieht. Ein paar Jacken. No. Hier ist das Zimmer von Kamerafrau und Dina. Dina ist gerade am Chillen. Dina, was machst du? Fernsehen. Fernsehen. Dina, Fernsehen. Lusina schläft unten, Dina schläft oben. Da vorne geile Spirale. Ist das eigentlich euer Zeug da drin? Ja. Ja, krass, okay. Und da coole Pflanze. Das Teil sieht cool aus da. Achso, ich dachte erst, das ist eine echte Pflanze, aber ist es ja gar nicht. Okay, Dina, dann lassen wir dich in Ruhe. Wir müssen halt nur ein bisschen das Haus zeigen. So, was haben wir hier? Hallo? Hier ist gerade duschen, Moro. Ah, Moro ist duschen, okay, können wir nicht zeigen. So, hier Mini-Toilette. Mini, die ist wirklich Mini. Guck mal, wie groß die ist. Ah, und eine Sonnenlampe oben. Die ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und das hier ist das Buddha? Nee. Was ist das hier? Das hat irgendwas mit Religion zu tun, glaube ich. Ja. Irgendwie so, okay. Aber ein Buddha ist ein dicker Mann. Hast recht, ich weiß nicht, ob das Buddha ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Hier ist ein Bett. So, was haben wir hier? Hier haben wir das Schlafzimmer von meinen Eltern. Ist irgendwie sehr unspektakulär, oder? Ist halt irgendwie, guck mal, da oben sogar ein Ventilator. All inclusive, alles hier. Ich habe auch einen Ventilator dabei. Du hast sogar einen dabei? Ja. Ja, das ist heftig. Hier, hammerschöne Aussicht ins Grüne. Diese Teile hier sind voll, die Fenster, die kann man irgendwie voll komisch öffnen. Ah ne, guck mal, das geht sogar auf. Ja. Ja, normalerweise musst du hier so draufhämmern. So. Und jetzt geht das nicht mehr auf. Jetzt habe ich zugemacht, super. Und die Schlüssel hängen da vorne irgendwo. Okay, so. Haben wir. Es geht weiter. Was haben wir hier? Ich habe hier selber nirgendwo. Ah, ich dachte, da kommt jetzt ein Raum. Ja, doch, ich auch als erstes. Okay, das ist einfach nur ein Schrank. Ja. Ein zugeschlossener Schrank. Hilfe. So, Dina, zeigen Sie uns, was befindet sich hier? Hier befindet sich Waschmaschine und das ist ja Waschraum. Abstellkammer. Da, Waschmaschine, Abstellkammer. Unser ganzes Pfand ist ja auch noch drin. Kann man ja hier nicht umtauschen, weil wir sind ja hier in Holland. Und Holland hat kein Pfandsystem. Also kommen Sie da rein, machen wir die Tür zu. Warte, wir müssen Klaus zeigen. Wer ist Klaus? Das ist Klaus. Klaus, der Master Lock. Da kommt der Schlüssel rein. Heftiges Teil. Hier ist ein Sofa. So, hier kommen wir zum eigentlichen Kern des Hauses. Unsere wahnsinnig große, coole Küche. Wo ich sagen muss, dieses Teil hier, das spült so geil, aber ist viel zu klein. Genauso wie der Kühlschrank. Der ist so mini und da ist nicht mal Licht drin. Abends findest du da gar nichts drin. Aber egal. Egal, so. Haben wir noch Essen, Essen, Essen. Gewürze waren hier schon. Unser geiler Esstisch. Da oben wohnt Fiebi. Und die Gitarre. Ja, die ist aber nicht uns. Die war hier schon im Haus drin. Ja. Da oben wohnt Fiebi, unsere Hausspinne. Und hier haben wir noch ganz viel Geschirr. Die Schränke sind irgendwie voll behindert. Die müssen euch einfach mal gucken, wie die angebaut sind. Guck mal hier. Wenn ihr eine Tür auf habt, kriegt ihr die nächste nicht auf. Ah doch. Die sind total komisch. Ich weiß auch nicht. Die bauen hier irgendwie komisch in Holland. Jetzt geht das Teil nicht mal mehr zu. So, gehen wir weiter. Ich muss das zeigen, guck mal. Da, zeigen. So schreibt man Schlumpfine. Miss. Alter, das kann keiner lesen. So, hier haben wir Zimmer von Jordi und Chris. Ist eigentlich genau. Ah, aber das Geilste an diesem Zimmer ist einfach, wie diese Bilder festgemacht sind. Die sind nämlich. Wo ist das andere Bild denn? Untergefallen. Das hängt hier irgendwo. Die sind einfach nur an die Wand gepappt mit, so mache ich das zu Hause übrigens auch. Und, ja, Ausblick ins Grüne. Ah, da ist das Bild. Und das klebt fest. Das klebt fest. Okay. Achtung, Kamera vor. So, hier haben wir unseren Fernseher, unsere Playstation. Den Receiver, den wir nicht brauchen, weil wir da die Playstation haben. Wart ihr schon draußen? Draußen haben wir auch noch nicht. Nee, draußen. Und dann geht es natürlich in den Garten. Da ist mein Koffer, da wohne ich drin. So, da, Roomtour, Julian Kubrat. Guter Freund, ist manchmal ein kleiner Arsch. Ist immer ein kleiner Arsch. Hier Christian, der natürlich auch mitgekommen ist. Heftige Sitzlocation. Ja, immer schön auf der Hängematte. Und hier natürlich das Geilste an diesem Haus ever, ne? Mein Zuhause. Mein Haus. Da habe ich geschlafen. Julie drin.
war absolut nicht schön. Nächstes Mal schlafe ich alleine. So, guck mal, hier kannst du auch noch Lumpen machen von meinem schönen Zelt. Guck mal, wie gemütlich das da drin ist. Das war sehr gemütlich, aber ohne Julian wäre es gemütlicher gewesen. So, okay, unser Trampolin. Da hüpfen wir eigentlich alle drauf die ganze Zeit. Und einfach dieses riesen Grundstück. Wir haben einfach ein riesen Grundstück, Leute. Das ist einfach geil. Geil. Da ist noch irgend so eine Hütte, da können wir aber, glaube ich, gar nicht rein, oder? Da ist noch einer. Und da ist sogar noch eine Hütte. Und da sind sogar Boote. Die gehören uns aber auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, in dem Schuppen ist sowieso nur Müll drin. Und der Schuppen da vorne ist privat. Aber sonst ist das Grundstück einfach mega riesig. Oh, da ist so ein Ding, das macht man hinten ans Boot und dann zieht das eine Verlüste. So, und hier ist voll der Schrott drin, ne? Ja, da ist voll der Schrott drin, Spinnennetze, eklig, Phoebes Gesinnten hier,